Moin Leute, ich bin schon ein Stück weit gefahren. Ich habe nur noch 270 Kilometer heute. Heute ist Samstag. Ich bin dabei, so ein bisschen jetzt die Zeit zu füllen, indem ich jetzt wirklich öfter anhalte, Fotos mache, Videos mache. Ich stehe hier gerade immer noch an dem einen See. Also geil, also schon wirklich episch, was man hier so zu sehen bekommt teilweise. Obwohl das nicht so abwechslungsreich ist wie in Norwegen, ich muss es nochmal sagen. Ja, Mittelschweden. Heute ist Mora das Ziel und morgen geht's rüber nach Oslo. Was dann auch heißt, die Reise neigt sich jetzt doch stark dem Ende zu. Also man kann das schon fast in Stunden, oder man kann es in Stunden natürlich immer können. Stunden bemessen, weil ich wieder zu Hause bin. Das ist schon, ja, eine ganze Weile unterwegs war, dann ist das irgendwie ein komisches Gefühl. Zwiespältig, möchte ich es mal nennen. Nun gut, ich fahre mal ein bisschen weiter, guck mal, was hier noch so zu sehen gibt. Leute, ich bin hunderte von Kilometern gefahren. Also heute werden das auch wieder 360. Und es war nicht zu filmen. Und jetzt endlich, so knapp 60 Kilometer vom Ziel, gibt es wenigstens noch mal ein bisschen Wildwasser. Nee, es war stocklangweilig heute. Sorry. Wird nicht viel zu sehen geben. Okay, andere Seite auch noch mal gefilmt. In Norwegen habe ich an solchen Stellen mitunter mal die Drohne fliegen lassen. Das ist hier schwierig. Drohnen sind zwar inzwischen erlaubt, aber Luftbilder musst du genehmigen lassen. Also fliegen ja, aber filmen eigentlich nein, und das ist irgendwie komisch. Deswegen bleibt die Drohne hier am Boden.